Willkommen bei Crank die Show und heute haben wir für euch einen ganz besonderen Leckerbissen, denn ab dem 30. September kommt nach fast einem Jahr Verspätung die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee in die Kinos. Und wir zeigen euch hier noch vor Kinostart die ersten 6 Minuten. Ja, denn Wild Bunch hatte uns ja schon zum ersten Teil den Anfang zur Verfügung gestellt und den habt ihr euch bislang fast 900.000 Mal angeschaut. Und das neue Abenteuer, in dem die Pfefferkörner auf der Spur nach einem Umweltskandal nebst Entführung sind, wird noch eine Schippe drauflegen. Ja, das werdet ihr ja gleich selber sehen. Der Anfang ist sozusagen wie ein James Bond aufgemacht, natürlich für und mit Jugendlichen. Und anstelle eines Martinis, geschüttelt, nicht gerührt, hat sich Danny für euch einen coolen Pfefferkörner-Cocktail ausgedacht. Und das natürlich ohne Alkohol. Und nicht vergessen, abonniert die Scheiße. Für den Pfefferkörner-Cocktail nehmen wir uns Birnensaft, fügen Apfelsaft hinzu, dazu ein bisschen Zuckersirup und für den Geschmack noch ein bisschen Maracuja. Und dann dürfen natürlich die Pfefferkörner nicht fehlen. Das wird dann durchgeschickt. In ein Glas gefüllt. So. Dann zeige ich euch noch einen kleinen Barkeeper-Trick, den man zu Hause gerne verwenden kann, wenn man den Milchschäumer kaputt gemacht hat oder etwas in der Art. Kriegt man nämlich ganz klasse Milchschaum hin, indem man Milch einfach in so einen coolen Shaker einfüllt. Mit Eiswürfeln durchshakt. Und dann habt ihr quasi perfekten Milchschaum, um das Getränk noch etwas zu verschönern oder euren Latte Macchiato zu Hause zu machen. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptattraktion. Wir zeigen euch jetzt die komplette 6 Minuten lange Einleitungsszene von Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Kinostart ist der 30. September. Geht hin, viel Spaß, liked uns, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.
schon, zeig mir dein Gesicht. Du wirst gefilmt und die Daten werden direkt auf unseren Server übertragen. Deine Chance, berühmt zu werden, du Strumpf mit Augen. Wenn du näher kommst, erkenne ich dich vielleicht. Na los, mach schon. Ende Gelände, gib die Tasche zurück. Die Pfefferkörner haben dich gestellt. Scheiße! Mach schon, Taro! Gehen können. Danke. Ist es aber nicht. Wir halten zusammen. Los, komm. Seid ihr ja. Habt ihr ihn erwischt? Mama, Mama, ist alles okay? Mama, du blutest ja. Fühlt sich an, als wäre eine Horde Nilpferde über mich rübergetrampelt. Was ist passiert? Ein Dieb. Ich habe ihn auf frischer Tat ertappt. Er wusste, dass wir mit den Proben draußen waren. Ja, Svinder war alleine hier. Er hat sie einfach niedergeschlagen. Wir haben ihn von der Basis entdeckt, aber er ist uns entkommen. Hast du sein Gesicht gesehen? Jaswinda, was waren das für Unterlagen, die gestohlen wurden? Was stand da drin? Das geht euch gar nichts an, okay? Fangt bloß nicht wieder an, Detektiv zu spielen. Das ist kein Fall für die Pfefferkörner. Tarun! Ich mein's ernst. Und kein Wort zu irgendjemandem. Wir fahren jetzt so schnell wie möglich zurück nach Hamburg und bringen die Kopien der Unterlagen in Sicherheit. Und bis dahin will ich nicht, dass auch nur irgendetwas hiervon an die Öffentlichkeit sickert.